Ich heiße Nadine Mercier. Ich habe mit Abdul Karako Diamanten aus den Minen von Südafrika geschmuggelt. Bis ich den deutschen Finanzier Martin Melchior kennenlernte. Ich wollte mit ihm ein neues Leben anfangen und habe ihn geheiratet. Aber ich fand bald heraus, dass er auch seine Finger im internationalen Diamantengeschäft hat. Er schmuggelt die Steine nicht nur, er mordet auch dafür. Oder lässt morden. Und während ich bei Abdul wusste, warum er es tut, für Geld, weiß ich es bei Martin nicht. Er ist reich, sehr reich. Er ist ein Freund von Sir Harold Ames, dem Chef des allmächtigen Diamantenmonopols. Er hat mich in dessen Haus nach Johannesburg gebracht. Ich hatte Angst, als ehemalige Diamantenschmugglerin entlarvt zu werden. Martin hat es brutal verhindert. Er hat meine alte Schmuggelorganisation wieder aufgebaut. Er hat es fertiggebracht, dass Sir Harold uns zu einer Safari in das Diamantensperrgebiet in der Kalahari einlud. Und während er sich in den Besitz von Diamanten brachte, die mein früherer Kurier Mokpu dort versteckt hatte, lernte ich den Prospektor Piet van Straten kennen. Er ist anders als Abdul und Martin. Er ist anständig, stark, ehrlich und dickköpfig. Er hat mir seine geologische Theorie über Diamanten erklärt und mir die Schönheit der Wüste gezeigt. Jetzt bin ich wieder in München und muss immer an ihn denken. Charlie. Ich werd verrückt. Pete, lebst du überhaupt noch? Sieht so aus. Wie geht's Josie und den Kindern? Fabelhaft. Gehst du spazieren? Ich bin hängen geblieben. Mein Tank ist leer. Ach, wie wär's mit einem Glas Bier? Keine schlechte Idee. Aber du wolltest doch nach Hause. Ach, du kommst mit und isst mit uns. Moscha, geh zu Mrs. Sag ihr, Mr. Van Straten kommt heute zum Essen. Wir sind in einer halben Stunde da. Ja, Sir. Sag mal, was war denn los? Wo hast du denn so lange gesteckt? Hallo, Pete. Hallo, du bist ja schon lange nicht mehr da gewesen. Zwei Bier, Barney. Ja, sofort. Hast du es gehört? Diamonds Limited hat eine Riesenbohrung im Getlow Canyon gemacht und nichts gefunden. Da siehst du es, Pete. Die haben auch nicht mehr Glück als du. Das ist ein schwacher Trost. Was habe ich dir gesagt, Pete? Was habe ich dir gesagt, gleich als du hergekommen bist? Ich habe dir gesagt, diese verdammten Diamantsplitter hat der Teufel im Fluss ausgestreut. Doch, wirklich. Ich sag's euch, der Teufel war's, weil er uns alle verrückt machen wollte. Ja. 17 Jahre lang habe ich nichts anderes getan, als hier im Sand rumgewühlt. Und der Teufel hat sich dabei ins Fäustchen gelacht. Ja, ja, wir kennen die Geschichte, sieh mal. Wir glauben sie schon langsam. Cheers. Cheers, Charlie. Sieh mal, dreht wohl langsam durch, was? Ja, die Wüste ist gut für Herz und Lunge, aber schlecht fürs Hirn. Hey, ich spinne aber noch nicht. Das kommt noch, was ab. Danke. Ich brauche einen kleinen Kredit. Weißt du,
Als du eben plötzlich vor mir standst, habe ich zu mir gesagt, Pete sieht aus, als ob er es geschafft hätte. Und jetzt will er mich überraschen. Gleich wird er einen Beutel mit Diamanten vorholen und sagen, Charlie, mein Freund, du hast dich bei der Bank von Südafrika jahrelang dafür stark gemacht, dass ich von ihr jeden Kredit kriege. Jetzt brauche ich endlich keinen Kredit mehr. Jetzt kann ich euch alles auf Heller und Pfennig zurückzahlen. Und hier, diese niedlichen Steinchen, die mache ich dir zum Geschenk. Nein. Was meinst du mit nein? Nein bedeutet nein. Ich kann dir keinen Kredit mehr geben. Kimball in Johannesburg hat mir gedroht, mich fristlos zu entlassen, wenn ich nur erlaube, dass du unsere Bank betrittst. Möchtest du wissen, was er noch gesagt hat? Ich kann es mir denken. Er hat gesagt, Mr. O'Neill, Sie haben doch einen Freund, diesen Geologen Van Straten. Wissen Sie, wo der hingehört? In die Klapsmühle, was? Wie hast du das erraten? Er ist nicht der Einzige. Charlie, ich bin vollkommen pleite. Deshalb habe ich dich zum Essen eingeladen. Tut mir leid, was Besonderes war es nicht. Wieso? Es war doch sehr gut. Josie, du kochst von Tag zu Tag schlechter. Pete ist nur zum Essen mitgekommen, weil er zu höflich war, abzulehnen. Pete? Dieser gewisse Herr, der da am Tisch sitzt? Das ist doch unser Papa! Ja, ich weiß. Aber wenn ihm unser Essen nicht mehr schmeckt, dann soll ihn Onkel Pete lieber nicht mehr mitbringen. So, das wär's, Kinder. Raus mit euch in die Küche. Ihr helft mir abtrocknen. Oh! Onkel Pete wollte uns doch was über die grüne Mamba erzählen. Ja, bitte! Raus mit euch. Über diese große Giftschlange. Onkel Pete erzählt euch das beim nächsten Mal, okay? Cognac? Ja, gern. Danke. Und jetzt lass uns reden. Ich gebe nicht auf, Charlie. Und nicht, weil ich einen Dickschädel habe. Was ich suche, ist da. Ich weiß es. Tschüss. Du bist jetzt seit 3 Jahren in der Wüste und hast nichts gefunden. Was hältst du von folgendem Vorschlag? Wir haben ein Angebot von einer deutschen Reisegesellschaft. Sie will Charterflüge in die Wüste organisieren. Haya Safari, was? Nein, es ist was Neues. So wie sie jetzt Reisen nach Tibet anbieten, wo man in einem Kloster leben und seinen eigenen Yak melken kann, so wollen sie jetzt Prospektorreisen in die Kalahari anbieten. Unter Führung eines erfahrenen Prospektors. Du könntest dieser Prospektor sein und... Was? Was starrst du mich denn so an? Die Touristen wären begeistert, wenn sie ein paar Granate finden würden. Es wäre ja auch nur eine Übergangslösung. Wenn du den Job machst, überrede ich Kimball, dir nochmal einen Kredit zu geben. Das ist sehr nett von dir, Charlie. Aber ich als Reiseleiter? Dafür habe ich zu lange alleine gelebt, das geht schief. Pete, du musst aus diesem Engpass rauskommen. Ich weiß, dass du mir helfen willst, aber nicht so, vielen Dank. Okay. Dann werde ich dir was anderes vorschlagen. Hier in Südafrika kennt dich jeder. Und niemand glaubt daran, dass du noch eine Chance hast, reich zu werden. Ich wäre bereit, dir das Geld für einen Flug nach Europa zu leihen. Geh doch zu dieser Minengesellschaft in Stockholm, für die du mal gearbeitet hast. Vielleicht würden sie dich finanzieren. Ich habe auch mal für eine deutsche Gesellschaft gearbeitet. Na, umso besser. Trotzdem, ich glaube nicht, dass ich... Was? Du willst deine Chance nicht nutzen? Warum nicht? Nein, ich meine, du hast mir schon zu oft privat ausgeholfen. Jetzt ist genug. Es geht nicht. Na, so viel war es auch wieder nicht. Ich habe auch nicht von einem Geschenk gesprochen. Du musst einen Haufen Zinsen dafür zahlen. Und wenn ich nie Diamanten finde? Na schön, dann habe ich eben Pech gehabt. Aber du musst was unternehmen. Das ist meine einzige Bedingung. Denn so geht es nicht weiter. Okay, Charlie. Danke. Pete, du willst doch nicht etwa schon weg? Er fährt nach Europa. Was Erfreuliches? Nur eine Geschäftsreise. Er hat Verbindungen in Deutschland und Schweden. Die Verbindungen in Deutschland kenne ich. Was meinst du damit? Sie war doch aus München, nicht? Sie hat dunkle Danke. Augen, braune Haare und einen hübschen Namen, Nadine. Wenn du sowieso in Deutschland bist, wirst du sie wohl sehen. Ich sagte doch, ich gehe auf eine Geschäftsreise.
Nadine, hör auf, aus dem Fenster zu starren. Erzähl mir was Lustiges. Nein. Warum bist du eigentlich hergekommen? Ich möchte mit dir reden. Ah. Vielleicht kannst du mir helfen. Du bist doch verheiratet. Geh zu deinem Mann. Nein. So? Vielleicht brauchst du einen anderen Mann. Er ist mir begegnet. Dann rede nicht über ihn, sondern nimm ihn dir. Das kann ich nicht. Er ist in Afrika. Ach, der weiße Jäger. Nein, er ist dort Prospektor. Oh, mir schwant das Schlimmste. Ein sonnenverbrannter Typ mit stahlblauen Augen. Robert Redford. Einfach unwiderstehlich. Ich habe mich wirklich in ihn verliebt. Hör zu, du kleines Kind. Wind, Sand und Sterne sind zwar sehr verführerisch, aber ich weiß, was du willst. Du erwartest von mir, dass ich sage, nimm das nächste Flugzeug und wirf dich in seine Arme. Aber das sag ich nicht, auf keinen Fall. Zum ersten Mal in meinem Leben sehne ich mich nach jemandem. Nur weil er weit weg und für dich unerreichbar ist. Nein, ich möchte mit ihm zusammen sein. Mit ihm zusammen leben. Liebt er dich? Ich weiß nicht. Hast du Kontakt mit ihm? Nein. Hast du ihm nicht geschrieben? Doch, aber ich weiß nicht... Möchtest du was trinken? Nein, danke. Axel, was soll ich tun? Schreib ihm, er soll kommen. Ja, sieh ihn dir an, wenn er normal angezogen ist. Mit einem Anzug, einem Hemd und einer Krawatte. Ohne den breitkrempigen Hut, die schweren Stiefel und die Lederjacke. Oder noch besser, du ziehst ihm einen meiner seidenen Morgenröcke an und setzt ihn neben mich. Vielleicht merkst du dann, dass ich dagegen gar nicht so furchtbar lächerlich aussehe. Hör auf mit diesem Blödsinn! Nein, Nadine, ich meine es ganz ernst. Sieh ihn dir in unserer Welt an. In seiner Welt ist er bestimmt wunderbar. Aber könntest du wirklich den Rest deines Lebens in der Wüste verbringen? Ja, sicher. Es hat wohl keinen Zweck, weiterzusprechen. Nein, gar keinen. Wofür habe ich den Kuss gekriegt? Du hast mir geholfen. So, sehr dankbar bist du nicht. Herr Van Straten, nach Prüfung dieser Unterlagen möchte ich behaupten, dass Ihre Chancen, reich zu werden, ziemlich groß sind. Danke. Außerdem haben Sie für uns gearbeitet. Und wir schätzen Ihre Fähigkeiten sehr hoch ein. Warum haben Sie uns eigentlich verlassen? Ich wollte unabhängig sein. Ein respektabler Grund. Aber die Zeiten des Pioniertums sind vorbei. Unabhängigkeit ohne finanziellen Hintergrund, wissen Sie, das ist heute so viel wie Roulette spielen. Wieso? Eben haben Sie meine Chancen gut beurteilt. Das ist richtig. Aber ob Sie auch durchhalten werden? Wissen Sie überhaupt, was auf Sie zukommt? Wenn Sie mich für ein Jahr finanzieren, oder... Und wenn es 2 Jahre dauert? Oder 3? Oder 10? Wie lange sollen wir das finanzielle Risiko tragen? Herr Van Straten, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Welches Gehalt haben wir Ihnen zuletzt gezahlt? 3.000 Mark im Monat. Plus Spesen und Prämien. Ich bin bereit, unserer Direktion vorzuschlagen, dass sie mit Ihnen einen 5-Jahres-Vertrag abschließt. Sagen wir, mit einem monatlichen Gehalt von 3.500. Und wenn ich die Diamanten finde? Bekommen Sie eine Prämie. Aber die Mine gehört Ihnen. Herr Van Straten, wir tragen... Ja, ich weiß, Sie tragen das ganze Risiko. Allerdings. Nein, danke. Ich persönlich finde es bewundernswert, dass Sie ablehnen. Es zeigt, dass es auf dieser Welt immer noch Menschen gibt, die bereit sind, den Preis für ihre Unabhängigkeit zu bezahlen. Aber in meiner Eigenschaft als Direktor dieser Gesellschaft muss ich Ihnen leider sagen, dass es nicht in unserem Interesse liegt, Ihre Unabhängigkeit zu unterstützen, Herr Van Straten. Männer, die wir nicht unter Kontrolle haben, sind für uns unerwünscht, ja sogar gefährlich. Sie passen nicht in die von uns angestrebte ökonomische Struktur. Und deshalb finanzieren wir sie nicht unter diesen Bedingungen. Niemand würde das tun, glauben Sie mir. Vermutlich haben Sie recht. Ich sehe, dass ich noch eine Menge lernen muss. Es hat mich gefreut, Sie wiederzusehen, Herr Van Straten. Und falls Sie es sich doch noch anders überlegen, Sie sollen wissen, dass Ihnen unsere Türen immer offen stehen. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Ja. Danke. Hallo? Hier ist Pete. Nein, ich bin in München. Ja, ich weiß, dass es 6 Uhr morgens ist. Aber du warst gestern den ganzen Tag nicht zu erreichen und ich wollte mich doch wenigstens von dir verabschieden. Nein, nein, das geht sicher nicht. Wir trinken einen, wenn ich mal wiederkomme. Ich fliege zurück nach Marengo. Nein, heute. Nein, ich konnte kein Geld auftreiben. Aber deshalb gebe ich nicht auf. Ja, ich fliege nach Marengo und suche weiter nach Diamanten. Danke. Okay. Ja, danke. Wiedersehen. Würden Sie bitte meinen Koffer abholen lassen? Danke. Wir wollen Schlittschuhlaufen gehen. Gewiss, Frau Milchschuh. Also, wie viele Schlittschuhe brauchen wir? Ja, wenn Sie alle Schlittschuhlaufen gehen wollen, brauchen wir 11 Paar. Mal zusammen 22. Ja, stimmt genau. Pete, ich bin's. Hey, wer ist denn das? Hey, wer ist denn der Supermann? Das ist Pete. Das ist der Mann, der weiß, wie man aus einem Straußenei rauskommt. Ich meine, der weiß, wie ein Straußenküken da rauskommt. Ich verstehe nicht. Pete, kannst du Schlittschuh laufen? Natürlich, er kann alles. Herr Fleming, wir brauchen noch ein paar Schlittschuhe. Ah, Herr Van Straten, ich glaube, Sie wollten Ihre Rechnung haben. Ja, bitte. Unsinn, Sie werden jetzt nicht Ihre Rechnung bezahlen. Sie kommen mit uns Schlittschuh laufen. Ich fliege in ein paar Stunden nach Afrika zurück. Müssen Sie wirklich weg? Ja. Ach, so ein Pech. Sie mussten doch damals auch abreisen. Ja, aber ich hätte in Afrika bleiben sollen. Ich hätte Sie nicht gehen lassen dürfen. Ich hatte gehofft, dass Sie mich zurückhalten würden. Können wir nicht woanders hingehen? Nur wir beide. Ja, kommen Sie. Hey, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen Schlittschuh laufen. Ihre Hände sind ja eiskalt. Sie sollten mal meine Nase anfühlen. Der Kaffee wird sehr aufnehmen. Zwei Kaffee, die Herrschaften? Danke. Bitte schön. Warum sind Sie hierher gekommen? Um in München Fasching zu feiern, natürlich. Das ist wirklich ein Grund, um von Afrika hierher zu fliegen. Und Grund genug, um nach Afrika zurückzufliegen. Entschuldigung, dass ich anspreche. Wie ich höre, kommt dieser Herr aus Afrika. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Essen Sie wirklich Schlangen in Afrika? Hä? Wissen Sie, mein Cousin lebt in Botswanaland, hm? Ja, genau. Und er hat mir erzählt, Schlangen sind da so eine Art Delikatesse. Ich mag Eidechsen viel lieber. Was sagen Sie da? Sie isst sie roh. Liebling, das darfst du nicht von mir behaupten. Ich mag sie am liebsten geräuchert, wie Makrelen. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen, hm? Haben Sie schon mal gefüllten Elefant gegessen? Nein, na scheußlich. Stellen Sie sich vor, was das für Arbeit macht, einen ganzen Elefanten mit grünem Pfeffer zu füllen. Aber anders isst er ihn nicht. Zwiebeln, Liebling, Zwiebeln und Knoblauch. Mit Ach, grünem ja. Pfeffer füllt man doch Krokodile. Oh, stimmt ja, du hast recht. Ach, gehen Sie doch noch nicht weg. Wir fliegen morgen nach Afrika zurück und möchten Sie einladen, uns zu besuchen. Bringen Sie Ihre Frau mit. Oder wenn Sie keine haben, Ihre Freundin. Es ist natürlich ein bisschen primitiv bei uns in der Kalahari. Wir haben keine Elektrizität und das Wasser kommt aus einem Tank. Mhm.
Aber meistens haben wir sowieso kein Wasser. Trotzdem ist es wunderschön. Und wir haben keine Nachbarn. Unsere Nachbarn sind Löwen und Strauße und Eidechsen und Murmeltiere. Also wann kommen Sie uns besuchen? Ihr seid ja bald verrückt. Man soll ja euch wirklich nicht frei herumlaufen lassen, ne? Oh. Hey, hast du eben gesagt, wir fliegen nach Afrika? Ja, morgen. Frau Steffen, ja, ich bin auch in Paris. Kann ich bitte mit meiner Frau sprechen? Ah, ich verstehe. Wenn sie nach Hause kommt, sagen Sie ihr bitte, dass ich hier noch einen Tag aufgehalten werde. Ja, morgen um 14 Uhr. Nein, nein, sagen Sie ihr nur, ich wünsche ihr recht viel Vergnügen. Danke, Wiedersehen. Es gibt keine Murmeltiere in der Kalahari. Dann werden wir sie einführen. Ich höre ihr Pfeifen so gern. Was wird dein Mann dazu sagen? Zu den Murmeltieren? Dazu, dass du hier nackt sitzt. Ich werde dafür bezahlen müssen, aber das ist mir egal. Alles, was ich will, ist mit dir nach Afrika gehen. Du weißt, dass wir kein Geld haben. Ich habe noch ein paar Rohdiamanten. Sie sind viel wert. Wie kommst du an Rohdiamanten? Wenn du anfängst, Skrupel zu haben, ziehe ich mich an und gehe weg. Ich habe keine Skrupel. Aber ich habe welche. Und du musst sie dir anhören. Ich habe mich bisher immer in die falschen Männer verliebt. Ich habe zwar jedes Mal geglaubt, es sei der Richtige, aber es war ein Irrtum nach dem anderen. Ich habe mich gleich in dich verliebt, aber ich hatte Angst und deshalb blieb ich bei meinem Mann. Da wusste ich, was mich erwartet. Komm. Bist du sicher? Wie spät ist es? Noch früh. Hast du wirklich keine Skrupel? Nein. Wenn das mit uns schief geht, ist es deine Schuld. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Nadine? Nadine! Ah, Milli, wo ist meine Frau? Die gnädige Frau ist nicht da. Und Frau Steffen? Die ist im Garten. Wo ist sie? Sie ist weggefahren. Weg? Ja, Herr Melchior. Und wissen Sie, wohin? Ich nehme an, nach Afrika. Sie hat nur einen kleinen Koffer mitgenommen, mit etwas Wäsche und ihrem Safari-Anzug. Willkommen zu Hause, Herr Melchior. Heute Morgen hätten Sie hier sein müssen. Die gnädige Frau hat heute ganz besonders schön ausgesehen. Und so glücklich war sie. Sie sah aus wie Nicola. Und sie strahlte wie sie. So sah sie doch aus, nicht wahr, Renate? Sei ruhig. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Ihrer Frau diese Rosen überreiche. Ich möchte sie ihr gern zum Abschied schenken. Weißt du, was sie heute Morgen zu mir gesagt hat? Was? Was hat sie gesagt? Wünschen Sie mir Glück. Und das habe ich getan. Ich habe ihr Glück gewünscht. Und dann hat sie mich auf die Stirn geküsst. Thank you.
Was wollen Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber Herr Karako ist in der Bibliothek. Er möchte Sie sprechen. Sagen Sie ihm, ich komme gleich. Kommen die Diamanten alle aus Sierra Leone? Nein, nicht alle. Diese zwei sind aus Ghana. Schöne Steine, nicht? Wie viel sollen sie kosten? Alle zusammen haben sie mehr als 50 Karat. Wie viel sollen sie kosten, Karako? Damit für mich auch was rausspringt, 200.000. Warum müssen Sie jedes Mal mehr dafür haben? Die Spesen, Herr Melchior, die werden auch jedes Mal höher. Dazu kommt ein neues Risiko. Diamonds Limited würde gar zu gerne wissen, wohin die Steine verschwinden. Ja, ja, schon gut. 200.000. Karako. Ja, Herr Melchior? Würden Sie mir einen kleinen Gefallen tun? Was für einen Gefallen? Meine Frau ist in Afrika. Oh, das wusste ich nicht. Ja, der Entschluss zu dieser Reise kam etwas plötzlich. Sie ist in einem Gebiet, das Marengo heißt. Sind Sie schon mal dort gewesen? Nein, dort hatte ich nie Geschäfte. Wissen Sie, meine Frau ist davon überzeugt, dass es dort Diamanten gibt. Ein Geologe hatte sie eingeredet. Ein gewisser Van Straten. Haben Sie schon mal von ihm gehört? Nein, nein. Das ist doch nicht weiter wichtig. Na. Was ich gern wissen möchte, ist, wie es meiner Frau dort unten geht. Ich meine, was für eine Art Leben sie dort führt. Können Sie das für mich rausfinden? Wissen Sie, Herr Melchior, ich bin ein Geschäftsmann. Meine Zeit ist zu kostbar für diese Art Dinge. Wenn Sie unbedingt rausfinden wollen, wie es Ihrer Frau dort geht, ein Detektiv macht sowas für 100 Dollar am Tag plus Spesen. Und Sie kriegen einen schriftlichen Bericht mit allen Einzelheiten. Etwas anderes wäre es natürlich, wenn dieser Gefallen, von dem Sie sprechen, diesen Van Straten betreffe. Dann ließe sich über die Sache reden. Vergessen Sie es. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ganz wie Sie wünschen. Pete? Hast du mich vermisst? Immer. Das weißt du doch. Sieh dir mal diese Spuren an. Von einem Löwen? Nein. Bei Löwenspuren sieht man keine Krallen. Alle Katzen können ihre Krallen einziehen. Hyänen können das nicht. Hunde auch nicht. Außerdem haben Hyänen nur 4 Zehen, weißt du? Und Löwen haben 5. Hast du die Hyänen heute Nacht nicht gehört? Nein. Kannst du bei jeder Spur sagen, um welches Tier es sich handelt? Bei den meisten schon, ja. Du wirst das auch bald lernen. Bald wirst du an der Wolkenbildung, am Wind und an den Schreien der Tiere erkennen können, wie das Wetter wird. Mr. Pete! Mr. Pete! Was ist passiert? Kommen Sie her! Er ist wiedergebrochen. Also, was ist los? Ja, er ist schon wieder gebrochen. Ah, genau wie vorige Woche. An derselben Stelle. Tja, dann machen wir Schluss für heute. Thank you.
kommst ja schon so früh. Ich wollte euch beide nicht zu lange alleine lassen. Du hast doch gar nicht gewusst, dass Charlie hier ist. Doch, doch. Ich hab da so meine Ahnung. Was verschafft uns die Ehre, Charlie? Josie hat heute Geburtstag. Ihr sollt zu einer wilden Fete kommen. Wie bestellt für mich. Ist irgendwas passiert? Der Bohrer ist wieder gebrochen. Schon wieder? Halb so schlimm. Ich fahre morgen nach Johannesburg und hole das Ersatzteil. Und wenn ich es nicht kriege, dann müssen wir eben wie in den guten alten Zeiten Hacke und Schaufeln nehmen. Okay, ich gehe mich nur schnell duschen. Was schenken wir denn Josie zum Geburtstag? Ich habe schon etwas. Gut. Ich bin gleich wieder da. Was kostet so ein Ding? 1000 Rand. Und das Geld habt ihr nicht? Er ist noch auf Garantie. Danach habe ich nicht gefragt. Wir haben noch etwas Geld, aber... Weißt du, das ist gar nicht das Problem. Was ist es dann? Pete hat zu lange allein gelebt. Er kann sich niemandem anvertrauen. Vielleicht konnte er das nie. Charlie, ich mache mir Sorgen. Weswegen? Du hast gesagt, dieser Herr Müller aus Frankfurt ist heute Abend auf eurer Party. Ja, aber... Ihm gehört doch diese Reisegesellschaft. Ja. Du willst ihm Pete vorstellen. Tja, ich hatte früher mal die Idee. Ich weiß, Pete hat mir davon erzählt. Du wolltest, dass er aufgibt und Fremdenführer wird. Ich befürchte, dass er das meinetwegen annimmt. Weil er nicht will, dass ich weiter so lebe wie bisher und weil... Weil er selbst nicht mehr dran glaubt, dass er seine Diamanten findet. Charlie, bitte gib das Josie. Ich glaube nicht, dass wir heute Abend kommen können. Aber doch, ihr müsst kommen. Du weißt, was passiert, wenn Pete diesen Mann aus Frankfurt trifft. Soll er das wirklich alles hinschmeißen? Willst du das wirklich? Was soll Charlie wollen? Ach, nichts, Liebling. Ich habe ihn nur gefragt, ob Josie mein Geschenk wohl gefallen wird. Warum soll es ihr nicht gefallen? Und jetzt sagt mir gefälligst, was ihr hinter meinem Rücken zu tuscheln habt. Ich habe mit Nadine über den Bohrer gesprochen und über die Kosten der Reparatur. 1000 Rand. Ich habe ihm gesagt, dass das noch auf Garantie geht. Ach, nach der Garantie hat er dich auch gefragt. Pete, wir haben ganz allgemein gesprochen. Über Geld? Ja, und? Ach so, deshalb bist du hergekommen, um mit Nadine über Geld zu sprechen. Ich habe dir doch gesagt, warum ich gekommen bin, wegen Josies Geburtstagsparty. Trink einen Schluck, Charlie. Jetzt nicht, ich muss nach Hause und mich umziehen. Ich muss mich auch umziehen. Wir sehen uns dann, Charlie. Bis heute Abend. Also, tschüss. Charlie, trink doch was. Ich muss jetzt wirklich fahren. Wieso? Das habe ich dir doch gesagt. Nichts hast du mir gesagt. Aber jetzt werde ich dir mal was sagen. Du bist gekommen, um hier rumzuspionieren. Du wolltest sehen, wie ich vor die Hunde gehe. Ach, du bist ja verrückt. Ich bin vielleicht verrückt, aber das ist kein Grund, Nadine hinter meinem Rücken zu bequatschen. Ich soll aufgeben. Das habe ich nicht getan. Aber du willst, dass ich aufgebe. Gib's zu. Und jetzt versuchst du, sie auf deine Seite zu kriegen. So ist es doch. Also gut, Pete. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Ich glaube, bei dir hat es ausgehackt. Wenn es in dieser Gegend hier irgendwo Diamanten gäbe, dann hätten die Teams von Diamonds Limited sie längst gefunden. Sie haben hier jeden Fußbreit abgesucht. Hast du das Nadine auch erzählt? Das ist völlig überflüssig. Sie weiß so gut wie alle anderen, dass du von einer fixen Idee besessen bist, aber sie liebt dich und deshalb hält sie zu dir. Aber eins kann ich dir prophezeien. Es wird nicht mehr lange dauern und du hast aus einem hübschen jungen Mädchen eine alte Frau gemacht. Los, steh auf, du Schwein, du. Ah!
Du siehst wirklich schlimm aus. Ah, ich war betrunken. Hab ich gemerkt. Zu viel Whisky. Kein Grund, eine Schlägerei anzufangen. Ich? Wieso ich? Natürlich hast du angefangen. Und Schwein hast du ihn auch genannt. Na, wenn schon. Ich wollte... Au! Halt still. Hör zu, Nadine. Ich wollte... Erzähl mir jetzt bitte nicht, wie leid dir das tut. Ich kann nicht verstehen, wie dir das passieren konnte. Charlie ist dein bester Freund. Und es war Josies Geburtstag. Was hat Josies Geburtstag damit zu tun? Ach, nichts. Überhaupt nichts. Wenn du doch nur einmal mit mir geredet hättest. Das habe ich doch. Wann? In den letzten Monaten hast du alles in dich reingefressen. All deine Probleme. Denkst du, ich weiß nicht, dass du dich betrunken hast, weil der Bohrer gebrochen ist? Das war doch der Grund. Ja, stimmt, du hast recht. Manchmal weiß ich wirklich nicht, wozu ich hier bin. Ich brauche dich. Bitte, Nadine, morgen fahre ich nach Johannesburg und kaufe das Ersatzteil. Und dann arbeiten wir weiter. Und finden die größte Diamantenmine in Südafrika. Bestimmt. Es kommt Sturm auf. Du wirst morgen nicht nach Johannesburg fahren können. Das ist doch kein Sturm, das ist eine sanfte Brise. Genau das richtige Wetter für eine Reise durch die Wüste. Machen Sie sich keine Sorgen. Mr. Pete weiß schon, was er tut. Er ist jetzt sicher in Johannesburg. Schon? Das ist vollkommen unmöglich. Ich habe oft gesagt unmöglich, aber Mr. Pete hat es doch geschafft. Keine Angst, Mrs. Papa. Du solltest endlich Nadine holen. Ich glaube nicht, dass Pete nach Johannesburg gefahren ist. So verrückt ist er nicht. Ich bin sicher, dass er gefahren ist. Hol doch Nadine. Also gut, Josie. Ich hole sie. Thank you.
Sind Sie sicher, dass Mr. Van Straten nicht in Ihrer Firma war? Und vielleicht mit einem Ihrer Kollegen? Ich verstehe. Ja, natürlich. Falls er noch bei Ihnen vorbeikommt, würden Sie uns bitte sofort benachrichtigen. Danke. Auf Wiedersehen. Er sagt, Sie haben das Ersatzteil auf Lager, aber Pete... Pete ist nicht aufgetaucht. Vielleicht kam er später und Sie hatten schon geschlossen. Das glaubst du doch selbst nicht. Morgen werden wir eine Suche starten. Mit Hank Stewarts Flugzeug. Sie mal darüber. Wir müssen umkehren. Aber da ist doch was. Wir müssen zurück. Ich habe nicht mehr genug Sprit. Sollten wir noch mal nach Nadine sehen? Nein, ich habe ihr 2 Tabletten gegeben. Sie schläft sicher ganz tief. Morgen will Hank 60 Rand für eine Flugstunde haben. 20 mehr als heute. Und wann fliegt ihr los? Sobald es hell wird. Du glaubst nicht mehr daran, dass wir ihn finden. Nein, ehrlich gesagt nicht. Er ist wahrscheinlich mit seinem Wagen vom Sand verschüttet worden. Wie solltet ihr ihn also finden? So, Charlie, ich nehme auch eine Tablette. Ich muss einfach schlafen. Du bist doch nicht böse, wenn ich dich allein lasse. Gute Nacht. Josie! Josie!
schon mal gewesen? Ja, Mrs., mit Mr. Pitt, da in den Bergen. Vielleicht ist er da hingelaufen. Zu weit, Mrs. Aber er kennt die Gegend hier. Ja, Mrs. Wir fahren dahin. Fahr weiter. Das ist zu weit. Da ist Mr. Pete nicht. Da oben ist ein Felsüberhang. Pete war hier. Eine Schlange muss ihn gebissen haben. Feuchten Sie ihm die Lippen an und rufen Sie mich, wenn er aufwacht. Er hat immer noch so hohes Fieber. Er will seine Feldflasche haben. Gib sie ihm. Vielleicht denkt er, er ist immer noch in der Wüste. Und es beruhigt ihn, wenn er die Flasche in der Hand hat. In der Flasche ist doch was. Ross Hunter. Was machst du denn hier? Ich prüfe deine Pipe. Sieht verdammt gut aus. Mein Glückwunsch. Du bist ein gemachter Mann. Arbeitest du noch für Diamonds Limited? Warum wäre ich sonst wohl hier? Sir Ames will dir ein Angebot machen. Er wird tief in die Tasche greifen müssen. Hey! Ruf sofort deine Leute zusammen und verschwindet von meinem Claim. Pete, das ist ein Missverständnis. Ich meine es ernst, Ross. Hau ab. Okay. Hoffentlich nimmst du es nicht persönlich. Ich nehm's nicht persönlich. Hey, Gus und Bert, los, komm, wir fahren. Arschloch! Sicher ist das Angebot indiskutabel. Aber Sir Harold ist Geschäftsmann. Er versucht natürlich, zum billigsten Preis einzukaufen. Ich hab nichts zu verkaufen. Du weißt, dass es viel Geld kostet, eine Mine zu erschließen. Ach, Charlie wird mir einen Kredit besorgen. Charlie sagt, ohne ein Gutachten ist niemand bereit, die Mine... Na schön, dann lass ich die Mine schätzen. Aber ich verkaufe doch nicht an dieses Schlitzohr, nur weil es ein bisschen Geld kostet, ein Gutachten anfertigen zu lassen. Natürlich nicht. Aber du könntest doch verhandeln. Er geht bestimmt noch wesentlich höher.
Wenn er dir viel Geld bietet und das Risiko eingeht, warum nicht verkaufen? Nadine, du hast mich immer noch nicht verstanden. Es geht mir hierbei nicht nur ums Geld. Ich bin Geologe geworden, weil mich Steine, Sand und Erde interessieren. Sicher würde ich für das Claim viel Geld bekommen und wir könnten uns ein Haus in Südfrankreich kaufen und Rosen züchten von mir aus. Aber Rosen züchten ist nicht mein Beruf. Ich weiß. Bist du enttäuscht darüber? Nein. Mir fiel nur ein, was jemand zu mir gesagt hat, bevor ich dich in München wieder traf. Was denn? Man hat mir geraten, dich hier aus der Wüste zu holen. Dir Anzug und Krawatte zu verpassen und dann zu überlegen, ob du mir noch gefällst. Ich hab dich ja so gesehen. Du hast sehr gut ausgesehen, aber ich mag dich lieber so, wie du jetzt bist. Herein. Herr Karako ist hier. Ist gut, bitten Sie ihn herein. Bitte sehr. Danke. Herr Karako. Herr Melchior? Oh. Sieht so aus, als hätte Van Straten es geschafft. Ja, sieht so aus. Wie ich höre, ist es eins der größten Diamantenvorkommen, das man je in Südafrika gefunden hat. Sie wollten mich sprechen, Karako. Ja, wegen Herrn Van Straten. Sir Ames hat ihm ein Angebot gemacht, aber Van Straten hat es abgelehnt, falls Sie das wissen wollten. Was meinen Sie, was er sagen würde, wenn Sie ihm ein Angebot machten? Ich? Ja, warum nicht? Sind Sie nicht interessiert an so einer guten Mine? Als alter Freund von Sir Ames müssten Sie natürlich einen Strohmann haben. Karako, Ihre Schlüsse sind nicht scharfsinnig genug, um sich wie Sherlock Holmes zu gebärden. Natürlich haben Sie recht. Ich bin sehr interessiert an der Mine. Aber bedauerlicherweise kann ich Sie als Strohmann nicht gebrauchen. Das wäre zu gefährlich. Ich werde morgen nach New York fliegen, um von dort aus eine Finanzierung zu arrangieren. Und wenn Ihnen inzwischen jemand den Brocken wegschnappt? Anscheinend unterschätzen Sie Sir Ames immer noch. Sie haben ein paar Dutzend Rohdiamanten aus dem Land geschmuggelt. Verluste, die Diamonds Limited leicht verschmerzen kann. Aber eine neue große Mine wäre eine ernste Herausforderung. Eins kann ich Ihnen sagen, Karako. So schnell wird sich niemand finden, der es wagt, ein solches Unternehmen gegen den Wunsch von Sir Ames zu finanzieren. Wahrscheinlich kennen Sie Sir Ames besser als ich. Ist das alles? Ja, das ist alles. Tja, entschuldigen Sie bitte die Störung. Es war mir ein Vergnügen. Ach, wie ich höre, ist Ihre Frau immer noch in Marengo. Sie sind gut informiert. Ich finde schon selbst raus. Und ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg in den Staaten. Vielen Dank, Karako. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Melchior. Herr Melchior, Herr Dr. Henning ist da. Oh, Dr. Henning, kommen Sie doch bitte herein. Ich freue mich, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich fliege nämlich morgen nach New York und deswegen bin ich in solcher Eile. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Haben Sie das Muster mitgebracht? Ja, selbstverständlich. Hier ist es. Oh, sehr schön. Wirklich wunderschön. Er sieht fast echt aus. Er ist echt. Die synthetischen Diamanten, die wir in unseren Laboratorien herstellen, haben die gleiche kristalline Struktur wie natürliche. Ist das der größte Stein, den Sie bisher hergestellt haben? Größere würden viel teurer sein als natürliche Steine. Ach so. Das ist ja interessant. Wirklich sehr interessant. Ja, natürlich, Mr. Van Straten. Wir haben schon eine Menge Minen finanziert. Aber das Hauptrisiko ist immer von Diamonds Limited getragen worden. Wo ist denn da ein Risiko, Mr. Kimball? Testbohrungen haben ergeben, dass der Blue Ground in Marengo bis in große Tiefen diamanthaltig ist. Die meisten Steine haben nur sehr wenig Einschlüsse. Und fast 70% sind rein blau-weiß. Was wollen Sie denn noch? Mr. Van Straten, und ich bin sicher, Mr. O'Neill wird mir beipflichten. Wir sind eine Bank. Und wir investieren nur, wenn die Chancen, Geld zu verdienen, größer sind als Geld zu verlieren. Wenn nun Diamonds Limited... Was hat Diamonds Limited mit mir zu tun?
Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie einen Geologen, der für Diamonds Limited arbeitet, von Ihrem Claim gejagt haben. Trotz dieser unfreundlichen Behandlung ist Sir Ames weiterhin bereit, mit Ihnen zu verhandeln. Woher wissen Sie das? Aber ich habe es Ihnen doch bereits erklärt und ich nehme an, Mr. O'Neill hat auch mit Ihnen darüber gesprochen. Wir arbeiten eng mit Diamonds Limited zusammen. Ich verstehe. In diesem Fall wünsche ich Ihnen weiter erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Mr. Kimble. Pete, Mr. Kimble meint... Ich hoffe, Sie haben mich nicht missverstanden, Mr. Van Straten. Oh nein, Sie haben sich sehr klar ausgedrückt. Nochmals danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Van Straten. Ich wünsche Ihnen Glück. Mr. O'Neill, wir sehen uns noch. Ja, Mr. Kimble. Du hattest recht, Charlie. Jede Bank in Südafrika wird dir dasselbe sagen. Dieser Ames wird mich trotzdem nicht fertig machen. Ich kann nur wiederholen, was Mr. Kimble gesagt hat. Ich wünsche dir Glück. Danke, Charlie. Ich rufe dich morgen an. Ist gut. Hallo, Liebling. Tag, Nadine. Wie war's in Johannesburg? Warst du bei Kimble? Ja, ich war bei ihm. Ich erzähl dir es gleich. Was will Bowles denn hier? Er ist mit einem Mann vom Minenbüro in Gabbron gekommen. Irgendwas wegen deiner Lizenz. Er will mit dir selbst darüber sprechen. Was hat Kimble gesagt? Ich sag's dir später. Lass uns erst hören, was die von uns wollen. Guten Tag. Guten Tag. Merrick. Van Straten. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke. Vielen Dank. Also, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Nun ja, Mr. Van Straten, ich denke, es ist wohl korrekt, wenn ich sage, dass Sie auf Ihrem Claim B725396-C3 Diamanten gefunden haben, nicht wahr? Ja, allerdings. Aha. Mr. Van Straten, ich muss Ihnen nun erklären, wie wir in Gabbron arbeiten. Ja, also, als erste Maßnahme wird jedes Claim dahingehend überprüft, ob es als Neueintragung gilt oder ob es früher schon einmal auf einen anderen Namen eingetragen war. In Ihrem Fall verhält es sich folgendermaßen. Es gab einmal ein altes Claim, aber es wurde aus dem Register gestrichen. Das bedeutet, es hat aufgehört zu existieren. Mit anderen Worten, alle Rechte liegen bei mir. Ich würde es etwas anders formulieren. Irren ist menschlich, ich würde eher sagen... Reden Sie nicht in den heißen Brei rum, worum geht's? Mr. Van Straten, Mr. Merrick, Sie haben mir ja alles erklärt, wenn Sie erlauben. Bitte? Das Claim, das aus dem Register gestrichen worden war, ist erneuert worden. Wann? Hier steht, sehen Sie sich's an. Giovanni Spinetti, erste Eintragung Januar 1937. Eine zweite 48. Und die Neueintragung wurde übersehen? Nicht von mir, Mr. Van Straten. Aber natürlich hat jemand einen Fehler gemacht. Wer ist dieser Italiener? Eine gute Frage. Natürlich haben wir, als wir die zweite Eintragung entdeckten, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um etwas über den Mann zu erfahren. Leider ohne Ergebnis. Signor Spinetti ist verschollen. Verschollen? Was soll das heißen? Das bedeutet, bis er gefunden ist, bitte verzeihen Sie den rüden Ausdruck, tot oder lebendig, bleibt er der rechtmäßige Besitzer des Claims. Mr. Bowles ist hier, um alles offiziell zu bestätigen. Das Ganze ist mir sehr unangenehm. Ach. Mr. Van Straten, Sie müssen das verstehen. Mr. Van Straten, ich hoffe, dass Sie bei der Suche nach diesem geheimnisvollen Italiener mehr Erfolg haben als unser Büro. Oder dass Sie einen Totenschein beibringen. Ein Totenschein wäre natürlich die einfachste Lösung. Aber jetzt muss ich mich wieder auf den Weg machen. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Van Straten. Wo sind die Diamanten, die Sie bereits gefunden haben? In Marengo auf der Bank. Hm. Sie werden verstehen, dass die Steine beschlagnahmt sind. Im Moment jedenfalls. Solange, bis Sie Signor Spinetti gefunden haben. Die Diamanten sind schließlich sein Eigentum. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Wir müssen diesen Italiener finden. Glaubst du, Ames hat das nicht versucht? Warum sollte er? Die Erschließung der Mine ist gestoppt. Nur darum geht es ihm. Charlie wird uns einen guten Rechtsanwalt empfehlen. Der wird uns sagen, was wir tun sollen. Und wer bezahlt den guten Rechtsanwalt? Überlass das mir. Hast du etwa noch ein paar Rohdiamanten?
Du gehst zum Rechtsanwalt, ich besorge das Geld, Pete. Wie? Ich habe einen Plan. Wo willst du das Geld herbekommen? Wenn ich nun sagen würde, von Sir Ames? Der soll dir Geld geben? Er wird es mir nicht geben. Ich nehme es mir. Ja? Was? Wer? Nadine, wo bist du? In Windhoek. Moment, Moment. Ich kann doch nicht einfach hier wegfliegen. Die monatliche Sendung von Oranjemund. Ja. Was? Hast du schon mit Jimmy gesprochen? Langsam, langsam. Aber ja, das ist eine prima Sache. Ich rufe dich heute Abend zurück, im Palace. Bestimmt. Heute Abend um 8. Wiedersehen. Von Straten und meine Frau brauchen Geld, nicht wahr? Es sieht so aus. Ich dachte, Sie wollten diese Mine finanzieren. Würde sich bezahlt machen. Reden wir erstmal über die Steine, die Sie mir anbieten wollen. Sie sagen, Sie haben vor, Urlaub in Südafrika zu machen. Mhm. Da werden die Steine also herkommen. Dass Sie das so schnell erraten haben? Ich bin schon etwas länger als Sie in diesem Geschäft. Alle 4 Wochen wird eine Sendung Diamanten von Oranjemund via Windhoek nach London geflogen. Wie wollen Sie da rankommen? Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Wir werden das Flugzeug entführen. Wer ist wir? Wie Sie vielleicht wissen, fliegen Sie mit einer Bonanza die Steine aus Oranjemund raus. In dem Flugzeug sind 4 Männer, 2 Piloten und 2 Security-Männer. Der Co-Pilot ist ein Freund von mir. Seit wann? Seit wir zusammen im Kongo waren. Das ist aber schon 5 Jahre her. Sie finden doch immer eine faule Stelle. Aber er ist heute noch mein Freund. Also weiter. Er wird den Piloten zwingen, das Flugzeug in der Wüste zu landen. Dann übernehmen wir es. Noch einmal, wer ist wir? Jimmy und ich. Jimmy ist ein Bush-Pilot, Ihre Frau kennt ihn auch. Hören Sie, Ihr alter Freund und Kampfgefährte, der Co-Pilot, wird jeden an Bord umbringen müssen, bevor er das Flugzeug in der Wüste landen kann. Das wird nicht nötig sein. Meinen Sie? Nein, niemand wird einen Schusswechsel in der Luft riskieren. Mein lieber Karako, wissen Sie, was diese Security-Männer für eine Ausrüstung haben? Sicher. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet. Ich spreche von Ihren Funkgeräten im Westentaschenformat. In dem Augenblick, in dem Ihr Freund den Piloten zu einer Kursänderung zwingen will, wird die Flugsicherung von Windhoek aufmerksam und alarmiert die Polizei und die Security von Diamonds Limited. Und auf Sie wartet ein Empfangskomitee, wo immer Sie landen werden. Sie sind überrascht. Ich fürchte, es wird kein sehr erholsamer Urlaub sein, den Sie in Südafrika verbringen. Trotzdem, es besteht kein Grund zur Traurigkeit. Vielleicht fällt uns noch eine andere Lösung ein. Allerdings brauchen wir dazu noch viel mehr Informationen. Ich dachte, die hätten Sie. Nicht alle, aber ich werde sie kriegen. Kommen Sie heute Abend wieder und wir besprechen alles. Ich wollte heute Abend nach Windhoek fliegen. Okay, seien Sie um 6 hier. Ihr Flugzeug geht um 10 Uhr von Frankfurt. Ich lasse Sie dorthin fliegen. Gut. Übrigens, Sie haben mich doch gefragt, ob ich Van Straten finanzieren möchte. Die Vorbereitungen sind getroffen. Aha. Jetzt pass mal auf, Nadine. Für dich würde ich alles tun, was du willst. Ich kann dich nicht sofort bezahlen. Das ist nicht so wichtig. Für dich habe ich immer ein paar Kanister Benzin übrig. Wohin fliegen wir? Von hier nach dort. Ist das dein Ernst? Was willst du denn ausgerechnet da, mitten in der Wüste? Jimmy, wir waren immer gute Freunde, weil du nie Fragen gestellt hast. Eine Frage werde ich aber stellen müssen. Wann sollen wir fliegen? Wir fliegen morgen. Nur wir beide? Und Abdul. Ich denke, du hast dich von ihm getrennt. Woher weißt du das? Sowas spricht sich rum. Für dich habe ich immer gern gearbeitet, aber für Abdul nicht. Dem traue ich nicht über den Weg. Es ist wie mit einem Flugzeug. Du musst Vertrauen zu deiner Maschine haben. Wenn du kein Vertrauen hast, dann steigst du besser gar nicht erst auf. Also tust du mir den Gefallen, Jimmy. Okay.
Er wird verkaufen. Er wird verkaufen müssen. Wir werden ja sehen. Er hat seine Bantus schon entlassen müssen. Mein lieber Herr, dein Vater war mehr als einmal bankrott und hat es trotzdem wieder geschafft. Dieser Van Straten ist nicht mein Vater. Weißt du, was er jetzt gemacht hat? Er hat einen Anwalt genommen, um seine Claimrechte zu klären. Hast du dabei etwa wieder deine Finger im Spiel gehabt? Ich muss Percy wirklich ein Kompliment machen. Er hat diesen Italiener entdeckt. Ich denke, das Problem liegt darin, dass der Italiener verschollen ist. Das ist er. Und das wird er hoffentlich auch bleiben. Leg dieses alberne Ding weg und trink deinen Tee. Weißt du, Harold, als junges Mädchen wollte ich Biologie studieren. Ich war schon fürs erste Semester eingeschrieben. Aber dann habe ich deinen Vater geheiratet. Und der brauchte keine Biologin. Er brauchte eine Frau, die kochen konnte. Und einen Löwen schießen, falls nötig. Heute tut es mir manchmal leid, dass ich nicht auf die Universität gegangen bin. Als Biologin würde ich vielleicht begreifen, wie es möglich war, dass ein Mann wie dein Vater und eine Frau wie ich einen Sohn wie dich zustande bringen konnten. Es ist nur für den Notfall, Kent. Es funktioniert so. Du drückst auf den Knopf, hier ist die Kontrollleuchte. Damit störst du den Funkverkehr mit der Security. Ganz einfach. Tja, ich weiß nicht, ob ich das Ding an Bord bringen kann. Manchmal machen sie vor dem Start eine Leibesvisitation. Es ist zu deinem eigenen Schutz. Wie du es an Bord bringst, ist dein Problem. Du willst doch deinen Anteil, oder? Natürlich. Ist mit Jimmy alles klar? Alles klar. Also du fliegst so niedrig es geht bis zu dieser Kreuzung. Okay. Da warten wir auf euch. Wann startet ihr? Um 9:30, damit sie die Maschine nach London schaffen. Mach's gut. Schlechtes Wetter aufzukommen. Mr. Caraco! Was ist los? Wollen Sie nicht rauskommen? Der leichte Wind ist sehr angenehm. Nein, danke. Ich fühle mich hier sehr wohl. So, jetzt dauert's nicht mehr lange. Tja, willst du eine Zigarette? Ja. Geht's? Was glaubst du, was die Diamanten so ungefähr wert sind? Tja, sie buddeln täglich circa 6000 Karat aus dem Sand. Du kannst es dir also selbst ausrechnen. Oh. Echt übel.
Auch wenn wir das Ganze durch drei teilen müssen. Vier. Abdul, der Co-Pilot, ich und du, Jimmy. Ach, damals, als ich dich aus Kapstadt rausgeflogen habe, warst du nicht so großzügig. Das war nur ein Spazierflug. Weißt du, was in Johannesburg erzählt wird? Nein. Ihr hättet Diamanten mit einem Ballon rausfliegen lassen und ihn dann mit einer Sprengladung runtergeholt. Ganz so war es nicht. Aber so ähnlich. Du bist ein schlaues Mädchen. Hast du was gehört? Ja. Sie kommen. Hey, Mr. Karko, Sie kommen. Explodiert. Ich habe es genauso runtergeholt wie den Ballon vor Oranien und es war deine Idee. Nein, Ken sollte hier landen. Ach ja, ich habe vergessen, dir zu erzählen, dass wir den Plan etwas geändert haben. Wir? Ja, dein Mann und ich. Wir hielten es für sicherer, die Angelegenheit so abzuwickeln. Du hast vier Menschen umgebracht. Du brauchst das Geld, um deinem Freund aus der Patsche zu helfen. Okay, hier ist es. Worüber jammerst du noch? Du Schwein! Ja. Wissen Sie, in Amerika sind überall Schilder, auch wenn es völlig unnötig ist. Schilder sind immer da. 2 Meilen zur Totenschlucht, Einbahnstraße, Parkverbot. Aber hier steht überhaupt kein Schild und ich habe euch doch gefunden. Ihr seid Pete und Nadine, stimmt's? Ja. Ich bin Jack Burns aus Cincinnati. Ich habe von euch gehört und komme, um eure Mine zu finanzieren. Wisst ihr, was wir zuerst machen? Natürlich, wir werden ein Schild aufstellen. Zur Marengo-Mine. Sehr richtig, Miss. Oder Mrs.? Ist das wichtig? Aber gar nicht. Jetzt mal im Ernst, Mr. Burns. Jack, wir sind Partner. Okay, Jack, wenn ich recht verstanden habe... Du hast recht verstanden, Pete. Ich will eure Mine finanzieren. Also, wie viel Bargeld brauchen wir? Ich meine, auf dem Konto bei der Bank. Sag mir deine Kontonummer. Ich werde dir die nötige Summe gleich morgen überweisen. Überweisen? Ja, ja, aber da gibt's Schwierigkeiten. Wir müssen zuerst die Rechtsfrage klären. Dieser Italiener... Das weiß ich doch alles. Wir brauchen seine Sterbeurkunde. Ich hab sie. Also passt auf. Giovanni Spinetti am 6. Juni 1951 in Brasilien gestorben. In Brasilien sterben Italiener am gelben Fieber. So, das wäre das. Und jetzt nehmen wir die Stühle von eurem Wagen. Ich hasse es, im Stehen zu trinken. Keine Sorge, ich hab Bourbon. Du, das darf doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Ich glaube es nicht.
Stell dir vor, er will wirklich unsere Mine finanzieren. Jack! Ja, bin schon da.